Was gibt es Schöneres, als im neuen Jahr in den Wald zu gehen? Wir haben richtig warme Temperaturen und von Winter keine Spur. Ich wünsche euch allen ein frohes, gesundes, neues Jahr 2022 mit vielen Pilzfunden, mit viel frischer Luft und einfach, seid einfach draußen in der Natur. Genießt es, entspannt, erholt euch, wie auch immer. Bleibt gesund und ich freue mich schon auf die Touren, die in diesem Jahr folgen werden. Hier haben wir alte Schmetterlingsdrameten. Und hier oben haben wir frische. Hier sind wunderschöne Frische. Ich finde die Schmetterlingsdrameten, wenn man dann mal da ist, dann riecht man die auch. Die haben so einen eigenartigen Geruch.
Wenn das Fleisch noch schön weiß ist, so wie hier, dann kann man sie gut mitnehmen und sie gelten ja auch als Vitalpilz. Sieht irgendwie nach gelbschieliger Muschelseitling aus. Ich dachte erst, es sind Austernseitlinge, aber das sind alte Muschelseitlinge. Das sieht man eigentlich auch am, an dem gelben Stiel.
Hier haben wir jetzt nochmal ein schönes Exemplar vom gelbstieligen Muschelseitling. Das sieht man so richtig, wie er so leicht violett schimmert, gelblich, grünlich. Auch hier im Fichtenwald scheint es jetzt loszugehen mit den kleinen Fichten, Zapfenrüblingen.
Und schon wieder haben wir Judas Ohren gefunden. Wer hat's gefunden? Der Yogi. Zu was hat man einen Pilz-Yogi? Richtig große. Alles voll hier. Da sieht man so richtig schön die samtige Oberfläche. Eigentlich sollte das heute nur ein Spaziergang werden irgendwie. Aber was soll ich sagen? Überall Judasohren. Da ist so ein richtig großes. Ich weiß gar nicht, was heute los ist. Das hört gar nicht auf heute mit den Judasohren. Das gibt's doch gar nicht. Auf die Gefahr hin, euch zu langweilen. Ich kann es nicht lassen. Ich muss es euch zeigen. Ein Riesenohr. Tja, was soll ich sagen? Jetzt muss ich schon wieder Judas Ohren putzen. Hilft ja nichts. Ja, eigentlich sollte das nur eine ganz entspannte Neujahrsrunde werden. Und meine fleißigen Helferlein, tja, was soll ich sagen, die haben mich dann wieder in den Wald geschickt. Guck mal hier, guck mal da. Und jetzt sieht es so aus. Ich fürchte, ich muss jetzt wieder Judasohren essen.